Hallo und willkommen zurück zu Memoria. Ja, die letzte Aufnahmesession ist für mich jetzt schon ein paar Tage her. Für euch wahrscheinlich nicht so sehr. Ich weiß mal wieder nicht, was wir gemacht haben. Lichter? Irgendwo muss er doch sein. Wer denn? Wen suchen wir denn überhaupt? Ihn scheinbar nicht. Ritter Zornbold. Geron? Stand der Suche. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir mit ihm schon gesprochen haben. Ich frag mal. Gibt es was Neues? Außer, dass die Thulamiden hier vorbeigekommen sind, wir aber nicht wissen, woher und wohin, gibt es nichts Neues. Nein. Ach, alles klar. Ja, wir suchen den Händler. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Ja, danke, danke, Herr Ritter. Alles klar. Okay. Dann kommen wir jetzt, genau, in diese Übersicht. Jetzt kommt alles langsam wieder. Das heißt, ja, genau, am Zeltplatz waren wir schon. Da stand ja die Breda. Am Felsen waren wir schon. Ich meine, den Boten haben wir ja auch schon gesehen. Waren wir schon im Moor? Ich glaube schon, ne? Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Okay. Morsches Seil. Aber da können wir doch was regeln. Ja. Nee, jetzt nicht wieder kaputt machen. Tiefer ins Moor. Ist das so schlau? Wir gehen mal gucken. Oh, wer bist du denn? Hey da, komm raus. Du bist gar nicht der Bote. Stimmt. Bei den Zwölfen. Wie lange dauert das denn noch? Sei doch nicht so. Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Ich hab ihn gesehen. Gute Neuigkeiten. Es gibt neue Befehle. Schlechte Neuigkeiten. Ich darf Befehle nur vom Boten entgegennehmen. Schick mir den Boten und vielleicht werde ich endlich glücklich. Okay. Glaubst du, die Thulamiden waren hier? Nein. Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Aber du stehst doch auch hier. Wo finde ich den Boten? Was weiß ich? Er trägt eine Fackel und läuft von Gruppe zu Gruppe. Nur hierher traut er sich nicht. Okay. Viel Erfolg noch. Danke. Ich glaube, dass wir jetzt Nuri einmal zu Rate ziehen müssen. Aber wo war die denn? Waldstück. Die war am Wasserfall, glaube ich. Aber wo ist der Wasserfall? Ah, da. Tja. Den Boten, wie gesagt, haben wir gefunden. Aber der gibt uns ja seine blöde Schriftrolle nicht. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Fang mal in Andergast an. Ich muss jetzt ein bisschen raten. Beginne in Andergast und flieg dann weiter. Boah, flieg mal über den Felsen. Über den Felsen. Ich hoffe, zum Moor ist richtig. Bis zum Moor. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ob das was gebracht hat? Wieder nichts. Wieder nichts, okay. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Dann fang mal am Zelt an. Beginne am Zeltplatz und flieg dann weiter. Der Felsen ist ja, glaube ich, recht mittig, ne? Über den Felsen. Und, bis zum Fluss vielleicht? Bis zum Flussufer. Gut, bis gleich. Ja, bis gleich. Na, ob das jetzt was gebracht hat? Ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Also warum? Geron! Oh! In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Oh ja, bitte. Versuche es. Gut, bis gleich. Huhu!
Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Sie sind langweilig. Und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt. Aber danke. Bitte. Ich suche noch mal den Boten. Vielleicht können wir dem jetzt mal langsam irgendwas abluchsen. Hier scheint er zu sein. Ach, ihr schon wieder. So, dann brauchten wir das hier. Da ist er nämlich. So, du bist doch müde, oder? Gib mir doch die Rolle. Noch wach? Geht so. Ah, wir können ihn jetzt ins Moor schicken. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ja, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Sehr gut. Husch, weg mit dir. Können wir da jetzt irgendwas ausrichten? Ich guck mal. Nee, er ist nicht da. Oder? War er hier? Was ist? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Viel hat mir das nicht gebracht. Oh, ich habe eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Wenn nicht, dann müsste ich eventuell sogar nachgucken. Dann bin ich nämlich mit meinem Latein am Ende. Ich mache das nochmal kaputt. Und jetzt schicke ich den Boten nochmal hier hin. Und wo geht der hin? Hier hin. Weil dann kommt er ja nicht weiter. Schauen wir mal. Ja, hier hin. So, nochmal zum Moor, bitte. Warst du schon im Moor? Ja, ging schneller, als ich dachte. Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Haha, wart's nur ab. Oh, armer Kerl. Ah, die Rolle, gib das. Na, dann schlaf mal gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Rolle. Dann können wir jetzt nämlich weitergehen. Und eventuell neue Befehle weiterleiten. Was ist? Das Warten hat ein Ende. Ich bin der neue Bote und bringe den Befehl zum Ausrücken. Falsch. Der echte Bote schläft am Eingang zum Moor. Meine Männer haben ihn dort gesehen. Weck ihn auf und gib ihm die Rolle zurück. Dann bekommst du auch keinen Ärger. Viel Erfolg noch. Danke. Verdammt, dann müssen wir ihn erst noch loswerden irgendwie. Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Ach so, ja, dann geh doch hier rüber. Komm. Jetzt komm schon. Na, dann Nee, nicht schlaf mal gut. Ich würde den gerne... Kann ich ihn irgendwie aufwecken? Nee, ich kann ihn ja nicht kaputt machen. Nee, ich glaube, das bringt auch nichts. Hier ist er auch nicht. Na, dann schlaf mal gut. Die haben den gesehen. Wo können wir denn noch Befehle weiterleiten? Hier vielleicht. Moment mal, ich traue der Sache nicht. Ich wollte noch mal eben, bevor die hier alle rüberkommen, ich mache das noch mal kaputt. So, dann kommt da nämlich schon mal keiner mehr hin. Ich gehe besser... Nee, du sollst hier in den Wald. Wo waren denn... Ich muss mich einmal umgucken. Die zwei.
Heda! Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Genau. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Sehr gut, die ziehen jetzt schon mal weiter. Eine wäre ich schon mal los. Ach klar, jetzt müssen wir Nuri noch mal hier hinschicken. Zum Ablenken. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Ah, sehr gut. Das klappt doch jetzt, wo er alleine ist. Ganz bestimmt. Huhu, hier bin ich. Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand. Kommt schnell. Beeil dich mal, ich bin gleich weg. Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir. Ah, das hat sie sehr gut gemacht. Wunderbar. Es hat geklappt. Er ist jetzt weg. Gut gemacht. Ja, super. Danke, Nuri. Und jetzt kann das Mädchen runterkommen. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Oh, cool. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Oh, wow. Ich habe mir gerade geholfen. Wo ist Breda? Oh, die ist leer. Okay. Im Zelt vielleicht? Hoffe ich. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder? Ja, ich schon Langsam wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Nein, Breda! Hilfe! Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hier hinten können wir nicht hin, ne? Zeltwand? Die haben wir doch schon mal aufgeschnitten. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Dann machen wir die nochmal auf. Ich mache nur einen kleinen Riss. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Ich komme nicht ran. Sind deine Arme etwa... Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Zu kurz. Wir haben die Karte. Ah, wir können vielleicht irgendwie... Ich warte. Ja. Das übersteigt meine Kräfte. Echt? Die Karte kaputt zu machen übersteigt deine Kräfte? Das ist aber irgendwie... Was ist nun? Och Mensch, jetzt lass mich doch. Kann ich hier nicht irgendwas... Nee, kann ich nicht.
Ich höre? Ich kann nichts Magisches erkennen. Er scheint viel von Breda zu halten. Sonst würde er ihr nicht die Befehlsgewalt überlassen. Ich bleibe lieber still. Ich kann ihr nicht einfach zurufen. Ich kann ihr nicht einfach zurufen. Ich muss es so tun, dass ihr Vorgesetzter nichts davon mitbekommt. Aber wie? Ich hätte ja gedacht, dass wir irgendwie so einen Pin zerstören. Aber hier können wir nichts machen. Können wir Messer werfen? Nee, können wir auch nicht. Ach was. Das muss doch auch anders gehen. Ja, aber wäre doch mal ein Versuch wert, oder? Mit Nuris Kette können wir ja halt nur die Zauber wirken. Das weiß ich wohl. Was haben wir denn hier für Hotspots? Wir haben auch wirklich nur Breda, den Dozenten und die Karte. Okay. Tja. Ja, dann hätte ich doch gesagt, nee. Das ist es aber immer noch nicht. Das kann ich so oft probieren, wie ich möchte. Vielleicht fehlt uns noch irgendwas? Lampe? Oh, die kann ich nehmen. Ah, vielleicht kann ich ihr auf der Karte mit der Lampe ein Zeichen. Naja, so auf die Karte strahlen, so Schattenfigurenmäßig. Haha. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Geschafft. Geron, warte. Ja, mach ich. Was ist denn? Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt. Fahi ist dort. Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Können wir uns nicht vielleicht nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Verstecken? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Na, das hoffe ich auch. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Oh? Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Was? Nicht warum? Ich werde es tun, sondern er. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Okay, was willst du denn hier? Der hat so eine unheimlich freundliche Stimme, aber ich traue dem nicht. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Oh, ja. Wir fangen mal oben an. Versteinerungen.
Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen, und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Alles klar, den Rubin? Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Okay. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Was hat es mit Sadias Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Oh, er möchte die Geschichte zu Ende erzählen, ja. Die Träume sind nicht Sadias Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Okay. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ja, ich bin bereit. Bitte, bitte. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Ja, Nuri. Nuri, du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. Oh nein. War schön, euch kennengelernt zu haben. Lebt wohl. Nein, 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 nein. Nuri! Nuri! Komm zurück! Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nuri, macht irgendetwas, aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh oh. Ja, wow. Ganz toll. Das hat er ja super gemacht. Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Tolamide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, nein, das werdet ihr nicht. Breda? Auf die gute Breda ist Verlass. Akt 7. Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Sadias Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage, nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Alles klar. Dann würde ich doch aber sagen, dass wir hier die Folge einfach ganz frech beenden. Und ja, ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.